Gut, wir starten auf Small Battlefield. Ja, so, was geht ab? Wir sehen Terry gegen Robin. Relativ even immer noch. Ja, der Powernuckle wird... Okay, Schnatterli sehe ich hier schon. Dann kann ich ja gleich mal... Okay, hier schon mal die Back-Air-Kombo von Splash Mage. Und damit eine kleine Führung. Schauen, ob er die ausbauen kann. Sofort sterben wird er jetzt wahrscheinlich nicht. Go ist erstmal auch kein Thema mehr. Okay, Burning Knuckle. Und jetzt so ungefähr die Prozente, in der er auch Stock verlieren kann, sobald er irgendwie ein Downtilt oder ein Jab mal trifft. Aber natürlich heißt es erstmal für Terry rankommen an diesen Char. Oh, und Up Smash, ja. Aber Splash Mage weiß sich mit seinen Kombos zu helfen. Zieht hier direkt auch noch den zweiten Stock von Syntek. Und auf einmal sieht das Game ganz anders aus. Gut, also Syntek schafft es hier noch, den Stock zu ziehen. Aber jetzt braucht er auf jeden Fall einen sehr guten Stock, um das Ganze hier auch nur auszugleichen. Okay. Ja, es sieht sehr schwierig gerade aus. Splash Mage kontrolliert hier komplett mit den Projektilen. Ist gerade einmal im Moment... dem Syntek gut Damage machen kann. 77%. Weiß nicht, ob er da schon eine Kill-Kombo findet. Ist auch bald auf 100%, was heißt, Go ist bald online. 1% braucht er noch. Okay. Kommt er nochmal on stage. Oh, das Schwert. Das Schwert Stage spiked ihn. Natalie gegen Justin oder gegen Dong Dong könnten wir on Stream sehen. Müsste ich auf jeden Fall nochmal gucken, aber die Sets wurden auf jeden Fall noch nicht gespielt, also werde ich mich da gleich mal ansetzen. Gegen wen spielt er da jetzt schon? Gegen Justin spielt er jetzt schon, also höchstens gegen Dong Dong on Stream. Ja, wie gesagt, ich versuche danach nochmal das ranzubekommen. Ja, mir wurde auch gesagt, hat Therion besiegt und noch einen Spieler, ich weiß aber nicht mehr genau wen. Deswegen wäre ich da auch gespannt. So, Splash Mage 1:0. Wir sehen den Character Switch jetzt auf Rob. Okay. So. Sehr, sehr weit auf Stage gegangen hier gerade, um noch ein bisschen mehr Damage zu machen. Okay. Und der Thoron killt. Mal schauen, wie gut Syntek hier mit Rob killen kann. An sich ein Charakter, der sehr früh killen kann. Man könnte schon fast sagen, broken. Aber das muss man natürlich auch erst einmal bekommen. Das sind dann meistens diese Kombos mit Side-B am Ende.
Spiel mit Kreiseln anfangen oder Nairs. Okay, Kanada, ein Upsmash. Okay. Also in diesem Set bleibt es auch im zweiten Stock noch spannend. Okay, aber hier wieder die Ladder. Ah, okay, Splash Mage hat tatsächlich auch versucht, mit dieser Ladder zu killen, indem er super hoch gegangen ist mit der Up-Air. Aber nicht funktioniert. Okay, und die Up-Air. Sehr schön. Oh, das war eine Down-Air. Okay, gerade mal ein bisschen Momentum für Syntec. Schafft es hier, Splash Mage weiter Offstage zu halten. Der springt hier einfach komplett rauf, worauf Syntec nicht gefasst war. Okay, nochmal den Toaster hier von Syntec. Okay. Oh, der Jab hat einfach fast gekillt. Krass. Bei 100%. War wahrscheinlich komisches DI von Syntec. Oh, die Side B killt noch nicht. Gerade so zu fassen bekommen. Und das wird hier gerade sehr knapp für Syntec. Letzte Chance für ihn, würde ich sagen. Aber natürlich schwierig, wenn man diese Side B so oft einsetzt. Okay. Splash Mage im zweiten Stock auch. Im zweiten Game auch ein Two-Stock. Und damit, ja, das 2-0 für ihn.